Gott. Ich war einfach Entrepreneur, erfolgreich. Achte nicht auf Geld. Unabhängig zu sein, also machen, was ich kann, machen, was ich will. Also einfach so unabhängig agieren. Ja. Leute, die einfach, auf Englisch sagt man full of themselves. Ne? Also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also ich denke, ich bin der Beste. Ne? Und also sind wirklich, die gucken auf dich runter und haben keine Zeit für dich. Also solche Menschen. Ich würde sagen, als Gott, das sind ja schwere Fragen. Ich glaube, ich nutze meine Talente aus. Also ich bin im richtigen Bereich. Also wo sie unterschätzt sind, wo könnte ich was anders machen? Vielleicht Tennis. Ja, ich bin zu klein detailliert sehr oft. Also ich fokussiere auf Kleinkram. Das muss dann irgendwie jemand, also provozierend sein, also irgendjemand, der, warum denkst du so? Ja, eine Person, der wirklich etwas ganz anders gemacht hat, falsch getickt hat, sagen wir mal. Das ist der, also hier in Deutschland nicht bekannt, aber der CEO von UGO, also unser Vorbild in den USA, Underground Online, der heißt Jay Moses. Und der war lange bei MTV in Russland und davor bei ABC Sports in den USA. Ja. Hab viel von ihm gelernt. Ja, ich will also Google und Sing und solche Sachen will ich nicht als Lieblingsseiten bezeichnen, weil das ist ja langweilig. Da geht man hin, weil man dahin muss. Aber wo gehe ich hin, weil ich dahin gehen will? Also ich gucke schon ziemlich viel die amerikanischen Szene, also UGO, IGN und so weiter, was sich da so entwickelt. Das ist für mich wichtig, also so als Bereich. Und eine dritte Seite, die ich sehr gern habe, das ist eine Seite, das ist ganz simpel, die heißt regards.com und die benutze ich, um E-Cards zu schicken und die sind umsonst. Also ich würde sagen, Internet, irgendwie so TV, so ich interessiere mich so für Sachen wie Discovery Channel und solche Sachen, also so Wissens-TV, ne, in die Richtung. Und dann so eine Riesensammlung von, ich mag die alten amerikanischen Krimiserien wie Kojak und Columbo und so weiter. Gesund natürlich gehört dazu, ne? Immer gesund, ja, ewig leben, aber man, wenn es langweilig wird, kann man sich dann auch das Leben enden und gesund und dann einfach relativ erfolgreich, sagen wir mal. Kein Fall, ja, ich habe mir immer vorgestellt, was ich als letztes essen will und im TV gucken will, aber was ich nicht hören will. Also ein Trieb von mir war immer, was ich von mir selber nicht hören möchte oder würde, ist, ich hätte es machen sollen. Das war für mich immer ein riesiger Trieb, dass man nicht bereut, indem man es nicht gemacht hat. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.